Back from the dead. Donnerstag, der 18. Oktober 2018. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops und Freeze und Pay gegrüßt seid ihr beiden. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, denn ein paar interessante Sachen sind drin. Und ihr seht schon, Silver Fang ist drin für 800. Purple bis zum Tod, gegrüßt bist du. Was nämlich auch gleichzeitig bedeutet, dass in Quote von Montana Black der beste Skin ever wieder drin ist. Und zwar der Battlehound für 2000. Araber Mekko, gegrüßt bist du auch. Ja, meiner Meinung nach nicht unbedingt der beste Skin ever. 2000 V-Bucks für den hier. Die beiden Sachen waren zuletzt vor 42 Tagen drin. Also ist auch schon ein Weilchen her. Kommen wir zum nächsten Set, bei den Featured Mavericks ist drin. Sultan schreibt 3, 2, 1, oh mein Gott, ist der beste Skin ever. Genau, ja, da haben wir es. Maverick 1500 ist drin. Finde ich immer noch schade. Ich meine, 1500 ist cool, aber dass der Baseballschläger kein Harvesting-Tool ist. Ansonsten wäre der Skin wirklich optimal, ne? Ohne Witz, wäre schon geil, wenn der Baseballschläger jetzt echt noch ein Harvesting-Tool wäre. Naja, was will man machen? Shade, einer meiner Favorites, muss ich sagen. 1500 V-Bucks, wirklich einer meiner Favorite-Skins. Ich feiere die übelst. Ich mag den Skin absolut. Kommen wir zum nächsten. Da sehen wir die Clutch Eggs für 800. Und das ganze Set, das hatten wir zuletzt vor 35 Tagen drin. Also ist auch schon ein Weilchen her. Zwei Sets drin, die eigentlich nicht schlecht sind. Kommen wir zu den Dailies. Und das fängt an mit dem Cloaked Star. Und der war zuletzt vor 24 Tagen drin. 1500 V-Bucks und ich feiere den. Und zwar deswegen, weil der anders aussieht als alle anderen männlichen Skins. Denn alle haben immer so die gleiche Form, werden nur so ein bisschen gereskinnt oder haben irgendwie eine andere Farbe oder dies, das. Aber der sieht tatsächlich mal komplett anders. Auch von seiner Figur her. Feier ich, sollten die mehr von rausbringen. Ja, Libre ist drin für 800. Zuletzt vor 21 Tagen drin. Ja, erinnert natürlich ganz stark an den Raven Gleiter, nur in anderer Farbe. Gehört zum Lucha Set, also zu dem mexikanischen Wrestler Set. 800 V-Bucks. Geiler Gleiter auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu dem hier. Den No-Skin-Ken mit gefärbten Haaren. Der High-Rise Assault Trooper für 800. Und das ist heute das seltenste Item im Shop. Das war nämlich zuletzt, oder der war zuletzt vor 76 Tagen drin. Also schon ziemlich krass. Da hat der blonde No-Skin-Ken sich einfach mal die Haare gefärbt und was anderes angezogen. Also für alle die, die auf, in Quotes, sag ich mal, die No-Skins stehen, die ein bisschen anders aussehen. Also die einfachen Skins sind hier natürlich genau richtig. 800 V-Bucks, auch ein guter Preis für einen normalen Skin. Kommen wir zur Spectral Axe, die ist wieder da für 800 V-Bucks. Die feiere ich auch, habe ich damals gekauft wegen dem Regenbogen-Effekt. War einer der ersten Harvesting-Tools, die so einen Effekt hatten. 800 V-Bucks dafür. Und dann kommen wir zu den beiden Emotes, die am Start sind. Und zwar zum einen Squad Kick. Der russische Tanz. Ja, sieht bei der natürlich richtig nice aus, ne? Wie auch so hier das Cape von ihr sich bewegt. 800 V-Bucks, war zuletzt vor 64 Tagen drin. Also das zweitseltenste Item heute. Richtig nice. Wer da zuschlagen will, 64 Tage ist das ganze Geld für Squad Kick. Und natürlich die T-Pose für 200 Kehr zurück. Also für alle die sich vielleicht einen der Scarecrows geholt haben. Oder einfach nur mal beim letzten Mal das verpasst haben. Hier sieht man das nicht so ganz. Ich meine, die lässt zwar den Kopf so ein bisschen hängen nach der Zeit. Aber bei den normalen Skins, die so ein richtiges Gesicht haben mit Augen und so weiter, was man sehen kann, da sieht man auch, dass die Augen so ein bisschen zufallen, dass die einschlafen mit der Zeit. 200 V-Bucks, cooler Effekt auf jeden Fall, geiles Emote. Schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Mein Highlight ist heute Cloaked Star. Ich feiere den Skin übelst nice, ich finde den richtig gut. Wie gesagt schon, natürlich scheiden sich da die Geister, aber schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Dem Shop allgemein gebe ich, es ist nichts Neues drin. So, es ist etwas Seltenes drin mit dem High-Rise Assault Trooper, das wird einige Leute nerven wahrscheinlich. Einige werden es feiern. Aber ich sag mal, generell ist viel drin, also geben wir dem Shop mal eine 6 von 10 heute. Schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like, lasst ein Sub, da würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.